Herzlich willkommen zu diesem Video und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr bei eurer De'Longhi Magnifica Evo den Wasserfilter neu einsetzen könnt oder wechseln könnt oder auch einfach nur entfernen möchtet. Ja, also diese drei Möglichkeiten gibt es. Das Ganze programmieren wir im Gerät gleich ein. Wir haben hier einmal den Originalfilter von De'Longhi. Dann gibt es einen Nachbau der Marke Pibert. Beide Produkte findet ihr unter dem Video im Text. Bevor ihr den Filter aus der Verpackung holt, starten wir einmal das Gerät. Das heißt, wir bringen es in den Betriebsmodus. Dazu einfach hier oben rechts auf den Startknopf drücken. Wunderbar, das Gerät ist jetzt im Betriebsmodus. Das heißt, ihr könntet jetzt theoretisch Kaffee zubereiten. Wir wollen den Wasserfilter aber im Gerät einsetzen. Dafür entfernen wir zunächst den Wassertank, spülen den Wassertank aus. Das ist immer die Gelegenheit, den einmal zu reinigen. Ganz normales Spülmittel verwenden und mit der Bürste dann den Wassertank ausreinigen, neues Wasser reinfüllen. Das machen wir jetzt einmal. Wir haben jetzt hier unseren gefüllten Wassertank. Für den Filterwechsel braucht ihr auf jeden Fall diesen Deckel, weil der Filter wird mit dieser Arretierung im Deckel gehalten. Das ist wichtig, weil sonst schwimmt der Filter irgendwann lieblos im Wassertank rum und hat eigentlich gar keine Funktion mehr. Der Filter reinigt euer Wasser von etwaigen Verunreinigungen, Schwermetallen, sonstigen Rückständen im Trinkwasser. Es ist vollkommen normal, dass in den Filteröffnungen teilweise schwarze Pigmente entweichen. Die Filtertechnologie basiert auf Kohlefasern aus Kokosnüssen und die binden so gesehen diese ganzen Verunreinigungen aus dem Trinkwasser. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn ihr die Verpackung öffnet, dass es sein kann, dass schwarzer Staub aus den unteren Öffnungen hier entweicht. Bevor wir den Filter jetzt aus der Verpackung nehmen, haben wir unseren Wassertank vorbereitet, gereinigt, gefüllt. Jetzt waschen wir unsere Hände, einmal gründlich waschen. Wenn ihr die Hände gewaschen habt, dann entnehmen wir den Filter aus der Verpackung. Auf dem Filter stehen Zahlen. Und wir drehen jetzt einfach den Monat, den wir aktuell haben, plus 2. In meinem Fall ist es der Januar und der Filter hält 2 Monate. Das heißt, er hält bis März. Also das heißt, nach 2 bis 3 Monaten sollte der Filter gewechselt werden. Ich stelle ihn jetzt einfach mal auf 4. Das heißt, spätestens Anfang April sollte ich dann den Filter wechseln, wenn wir jetzt Mitte Januar haben. Und jetzt fluten wir diesen Filter circa 30 Sekunden bis 1 Minute unter fließendem Wasser, damit die ganzen Luftblasen, die hier drin sind, oder die Luft insgesamt entweichen kann und wir nur Wasser im Filter haben. Sobald der Filter komplett gefüllt ist, könnt ihr noch ein bisschen schütteln und vielleicht auch etwas drücken und dann nochmal Wasser nachfüllen. Gut, jetzt haben wir den Filter soweit gefüllt. Jetzt nehmen wir diesen Filter direkt mit zum Wassertank. Ich nehme jetzt den Filter und führe ihn hier in diesen Wassertank. Und den Filter nochmal in diese Position halten, damit die Luftblasen entweichen können. Versucht dann da noch ein bisschen drauf zu drücken. Nachdem alle Luftblasen entwichen sind, nehmen wir jetzt diese Filterunterseite und führen die Filterunterseite auf diesen Steckplatz. Ich kontrolliere dann nochmal mein eingestelltes Datum, die 4 für April. Der Wasserfilter wird ganz einfach auf den Steckplatz aufgesteckt. Es gibt kein Klickgeräusch. Hier ist so eine Dichtung, die sich an die Seite des Kunststoffes schiebt und somit den Wasserfilter halten kann. Ich nehme dann meinen Deckel und nehme die runde Seite hier zu dem Filteroberteil. Und jetzt hat der Filter keine Möglichkeit zu entweichen. Dafür ist dieser Deckel gut. Wir schieben den Wassertank jetzt in das Gerät ein. Das Gerät ist noch im Betriebsmodus. Ich stelle jetzt einen Messbecher unter die Heißwasserdüse, weil es werden gleich 500 Milliliter Wasser durchgespült, da wir den Filter neu einsetzen. Gut, wir wollen den Filter jetzt im Gerät programmieren. Dazu drücken wir die Einstellungsrädchen-Taste für circa 5 Sekunden. Ihr hört den Signalton. Jetzt leuchtet die Entkalkungstaste auf. Diese drücken wir einmal, um in das Menü zu kommen, um den Wasserfilter zu programmieren oder zu entfernen.
Es leuchtet hier diese Taste auf. Das ist das Pulverkaffee-Löffelchen, was so viel bedeutet, ein Wasserfilter ist entfernt und nicht vorhanden im Gerät. Und um den Filter jetzt im Gerät zu programmieren, drücke ich eine von diesen drei Kaffeebohnen. Jetzt ist der Filter eingesetzt und ich bestätige das Ganze, indem ich wieder die Entkalkungssymboltaste drücke. Jetzt gibt es wieder einen Signalton, es blinkt Steam und er möchte jetzt Wasser, also 500 Milliliter Wasser durch das Gerät spülen und den Wasserfilter dann einmal durchspülen. Ich drehe jetzt also den Hebel von der Stellung 0 auf die Stellung 1. Es dauert jetzt ein paar Sekunden, bis die 500 Milliliter durchgelaufen sind. Ihr könnt hier oben sehen, dass da eine rote Lampe blinkt und zwar das Symbol für Wasserfilter. Das bedeutet, dass der jetzt aktiviert wird. Wie ihr sehen könnt, sind exakt 500 Milliliter durchgelaufen. Es blinkt erneut die Steam-Lampe. Wir drehen also unseren Hebel auf 0. Die untere Menüleiste blinkt einmal und wir warten jetzt kurz, bis das Gerät wieder im Betriebsmodus ist und dann ist der Wasserfilter installiert. Fertig. Genau, jetzt haben wir den Betriebsmodus wieder erreicht. Jetzt können wir sagen, wir entfernen den Wasserfilter, dazu einfach den Wasserfilter aus dem Gerät nehmen. Wenn jetzt die 2 oder 3 Monate abgelaufen sind, dazu gehen wir wieder in das Menü mit dem Zahnrädchen, 5 Sekunden drücken. Dann drücken wir wieder auf die Entkalkungssymbolik. Jetzt sind wir im Wasserfiltermenü und es leuchten die 3 Kaffeebohnen. Der Filter ist also installiert. Wir entfernen den Filter, indem wir auf das Pulverlöffelchen drücken. Und das Ganze bestätigen wir dann wieder mit der Entkalkungstaste. Im Gerät ist jetzt installiert, dass der Wasserfilter entfernt wurde. Und gleiches Spiel können wir dann wieder machen, indem wir den Wasserfilter installieren, in das Menü des Wasserfilters reingehen und wieder eine von diesen 3 Kaffeebohnen anwählen. Das Ganze bestätigen, dann fließt wieder 500 Milliliter durch und der Wasserfilter ist installiert. Ja, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte das Ganze verständlich rüberbringen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert bitte gerne den Kanal. Das könnt ihr hier unten rechts in der Ecke tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.